Games als Kulturgut? Sind Games ein Kulturgut? Ja oder nein? Und wenn ja, warum? Zweifelsohne sind Games Kulturgut, weil Games, gerade wenn es zum Beispiel um Storytelling geht, wie bei unseren Spielen, unterscheidet ein Game nichts von einem Theaterstück, einer Oper, einem Buch oder einem Film. Letzten Endes nur, der einzige Unterschied ist der, dass ich halt interaktiv den Protagonisten selbst steuere, aber in Hinsicht auf die Dramaturgie, die Charaktermotivation, den Storybogen, das gleiche sozusagen Erlebnis habe, wie jetzt, wenn ich ein Buch lese oder halt ein Theaterstück besuche. Okay, wenn Spiele einen so reinziehen, beeinflussen Spiele auch die soziokulturelle Entwicklung von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen? Hin und wieder kann das schon der Fall sein. Also ich habe in jungen Jahren auch Commodore 64 groß geworden, habe dann aber doch irgendwie es geschafft, BWL zu studieren, und ich musste dann meinen Eltern auch lange erklären, dass ich irgendwas mit Internet mache oder irgendwas mit Spielen, aber inzwischen sind sie ganz zufrieden, weil wir beschäftigen 100 Mitarbeiter und machen halt einfach unglaublich technologisch herausragende Produkte, die grafisch toll sind und wo dazu so eine Geschichte erzählt wird. Also wo wir einfach mit jungen Menschen, die sehr, sehr unterschiedliche Hochschulstudiengänge hinter sich gebracht haben, sehr arbeitsteilig, teilweise in Teams bis zu 50 Leuten zusammenarbeiten und Kulturgüter produzieren. Die klassische Frage der Eltern ist, kann man damit Geld verdienen? Jetzt müsste man natürlich meine Frage als Politiker, wie kann die Politik denn noch dazu beitragen, A, dass Spiele noch mehr und noch besser als Kulturgut anerkannt werden und B, auch zum Beispiel Spielen, die in gewisse Nischen auch stoßen, die einen gewissen künstlerischen Anspruch haben, die zu fördern? Wir haben halt in Deutschland leider Gottes in den letzten eigentlich 25, 30 Jahren, solange es die Industrie gibt, den Anschluss deutlich verloren. Teilweise denkt man, man könne vielleicht technologisch ein bisschen was bewegen, aber man sieht, dass das Unternehmen wie Google, Facebook oder große Major, es gibt einfach in Deutschland leider kein einziges bedeutsames, international, weltweit bedeutendes Game-Unternehmen. Ja, wenn man jetzt einmal sagt, welche sind die Top 30? Da ist kein einzig deutsches dabei. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr frustrierender Zustand. Und das hängt damit zusammen, dass halt viele andere Länder, Frankreich, Kanada, insbesondere die skandinavischen Länder, seit sehr langer Zeit sozusagen einfach Entrepreneure im Bereich Technologieentwicklung, aber auch Content-Entwicklung, Games, halt fördern. Und das hat es eigentlich in Deutschland noch nie gegeben. Und das ist im Prinzip nicht mehr aufholbar. Und das Bittere daran ist, wir haben also ein Land, das halt sehr einfach kulturell und auch vom Ingenieurswesen ja unglaublich gute Leute hervorbringt, die aber hier, und man kennt das ja aus dem Filmbereich auch, einfach per se international fast nicht konkurrierbar sind, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht da sind. Eine letzte Frage, ein bisschen die Chance zur Werbung. Welches Spiel stellt Dedelic auf der Gamescom vor und warum ist gerade das Kulturgut? Wir machen ja bei fast unseren Spielen immer halt, steht Storytelling im Vordergrund und wir stellen einige Spiele vor, aber ich greife mal zwei Spiele raus. Das ist das Spiel Devilsman und das Spiel Silence, was wir hier in Köln zeigen. Das sind zwei Spiele, die wir im nächsten Jahr rausbringen für PC, Playstation und Xbox, und das sind halt Spiele, wo man sieht, vielleicht hier so ganz bisschen an den Grafiken, wo wir halt einfach eine unglaublich tolle Geschichte geschrieben von Autoren, die genauso gut Bücher schreiben könnten oder halt einen Film inszenieren, die aber gesagt haben, ich möchte ein Spiel entwickeln, ja, und die dann zusammen mit vielen anderen Mitarbeitern da ein großes interaktives Erlebnis schaffen, und die stellen wir hier der Presse vor. Alles klar, vielen, vielen Dank. Danke. Videogames, Kultur oder nicht? Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen haben sollte, gebt uns einen Daumen hoch. Würde uns sehr freuen. Ihr könnt auch hier auf der Endkarte weitere Videos von diesem und letztes Jahr von der Gamescom finden. Schaut sie euch an, vielleicht gefallen sie euch ja auch. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Gamescom 2015 und eine kurze Wartezeit auf die Gamescom 2016.